Hey Leute, willkommen zurück zu Nexomon 2, Nexomon Extinction. Es ist etwas Großartiges passiert, Leute. Das muss ich euch zuerst zeigen, was mir passiert ist beim Trainieren meiner Nexomon. Schaut euch das mal an. Leute! Mein erstes Shiny Nexomon, mein erstes Cosmic Nexomon ist aufgetaucht. Es ist der Elektrodrache. Wie geil ist das denn? Ich darf jetzt auf keinen Fall irgendwie besiegen oder so. Ich muss da echt aufpassen. Ich werde ihn auch gar nicht nochmal angreifen. Nur einmal. Erstmal füttern mit der besten Beere, die es gibt. Oh mein Gott, mein erstes Cosmic Nexomon. Ihr erkennt es rechts oben am A. Es ist nicht gelb, also die Farbe sieht man. Aber rechts oben, guck mal, wie es blinkt. Guck mal, wie der Name blinkt. Das ist ein Cosmic Shiny Nexomon. Lol. Ich bin sogar verleitet, einen Meisterball zu werfen. Aber ich werde es mit normalen Nexotraps erstmal versuchen. Elektro-Nexotrap, 78% Fangchance. Mach jetzt bitte keinen Scheiß, Alter. Bleib drin, Mann. Er kommt sofort ins Team. Er kommt sofort ins Team. Ich hab gefangen. Das erste Shiny Nexomon. Oh mein Gott. Er muss sofort ins Team. Ich muss leider mein Elektro-Nexomon, was ich, wie ihr seht, gerade trainiere. Ich versuche gerade irgendwie alles so auf mindestens Level 55 zu bringen. Und what the fuck, der muss leider jetzt raus. Und dann kommt der neue rein. Der wird jetzt natürlich entwickelt und so weiter und so weiter. Und dann ist er im Team und dann seht ihr es gleich in der Folge. Oh mein Gott, weiter geht's. What the fuck, Leute. Guckt in unser Team. Guckt mal hier links oben, wie es leuchtet. Die Umrandung, das ist normales Nexomon. Und hier oben seht ihr die Goldumrandung. Und es ist mein erstes Shiny, mein erstes Cosmic Nexomon. Und es ist in meinen Kanalfarben. Schwarz, Rot, Weiß, besser geht's nicht. Wie geil. Ihr seht, ich habe alles so auf circa Level 54 trainiert, bis aufs Neue. Das ist noch ein bisschen schwächer. Aber sonst alles gut trainiert. Ich hoffe, das reicht. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den Kampf rein. Ich speichere nochmal zuerst. Auch wenn er gefühlt bei jedem Screen speichert. Richtig geil, Leute. Ich bin so hype. Ich habe mein erstes Shiny. Und es ist A1, das was ja unser Teammitglied war. Das Ganze übrigens lesen wir hier jetzt nicht. Das haben wir letzte Folge schon gelesen. Guckt euch unbedingt letzte Folge an. Ja, was soll ich sagen? Es war zum Glück nicht nur irgendein Shiny oder irgendein Cosmic Nexomon, sondern das Richtige, ne? Ein Teammitglied. Ich konnte also ein Teammitglied austauschen, das wir ja schon hatten, ne? Also ich habe einfach die Farben jetzt benutzt. Und ich habe vergessen, Heildrecke zu kaufen. Oh, scheiße. Aber so oder so, was ein geiler Scheiß, Leute. Ich konnte es nicht glauben, als ich es gesehen habe. Ich konnte es nicht glauben, ey. Mein erstes Shiny Nexomon. Und es ist ein Kanalfarben und es sieht geil aus. Und guckt es euch an. Links unten, das blinkt jetzt auch immer, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist so geil und so unglaublich. Wunderschön, oder? Seid mal ehrlich, Leute, es ist wunderschön. Haut mir gerne eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Ich bin so unglaublich happy, Mann. Ich bin so happy, ey. Ich kann es auch immer nicht in Worte fassen. Und ich sehe jetzt hoffentlich einen riesen Unterschied zwischen vorher und jetzt. Vom Leveln, ne? Wie stark wir jetzt sind und wie schwach wir vorher waren. Es ist ein großer Unterschied, ne? Ein paar Level, wie gesagt, machen in Nexomon. Warum heilt er sich? Machen in Nexomon so einen großen Unterschied. Und ich musste einfach mal trainieren, ne? Ich hätte noch ein bisschen weiter trainieren können, aber ich bin auch ehrlich, es war einfach mal arschlangweilig, ne? Irgendwann war es einfach mal zu arschlangweilig. Gelähmt ist jetzt richtig scheiße, Mann. Wir dürfen nicht vergessen, aber wir müssen nicht nur hier kämpfen, jetzt diesen Kampf hier gewinnen, ne? Sondern auch noch den nächsten Kampf. Okay, normal gegen normal. Müssten wir eigentlich guten Damage rausdrücken können. Oh, kritische Treffer. Ey, ich kann sie noch immer nicht one-hitten, Mann. Ich dachte, wir sind schon ein bisschen stärker, aber leider nein. Ja, komm, dann nehmen wir mal unser neues, ne? Shiny Nexomon. Ah, es sieht so gut aus. Es sieht so unglaublich gut aus. Aua. Nein! Fünf Runden lang eingeschläfert? Willst du mich verarschen? Fünf Runden? Ja, das fühle ich ja gar nicht. Ne? Fünf Runden einschläfern fühle ich ja mal gefühlt gar nicht. Aber es sieht hoffentlich auch, wie gesagt, den großen... Oh, scheiße. Ich wusste gar nicht, dass Geist gegen Wasser schlecht ist. Was soll denn das denn? Geist gegen Wasser? Geist gegen Wasser? Ist schlecht? Warum? Macht keinen Sinn für mich. Aber müssen wir hinnehmen. Alter, fünf Runden eingeschläfert. Wir haben jetzt echt Statusprobleme, ne? Ein Nexomon schläft, eins ist gelähmt. Das ist echt nicht gut für den nächsten Kampf, ne? Das ist echt nicht gut für den nächsten Kampf. Level 53, unser neues Nexomon, sehr schön. Weil jetzt geht's ja weiter, ne?
Jetzt kommen 6 stark trainierte Nexomon. Und ich bete einfach mal, wie gesagt, ich habe das alles schon gelesen, letzte Folge. Ich bete einfach mal, dass unser Larry jetzt ausreicht. Denn, wie gesagt, er hat 6 krasse Nexomon. Wir haben... Oh, wir sind... Sind wir voll geheilt? Ich kann es gar nicht sagen. Wir starten mal perfekt rein mit unserem neuen Shiny gegen das Wasser-Nexomon. Aber das generische Nexomon ist zwar nur ein gewöhnliches Nexomon, aber es ist so unglaublich gut. Ne? Es hat nämlich nicht nur geilen Damage, sondern auch geile Verteidigung. Vara Whirl, wenn ihr spielen wollt, kann ich es nur empfehlen. Ne? Ah, okay, der Schlaf ist weg, der Rest nicht. Okay. Die Lähmung ist noch immer da. Geschwächt, das ist auch schlecht. Aber ihr seht schon, ne? Der Gegner ist jetzt hart unterlevelt eigentlich, oder halt im gleichen Level, und ist trotzdem so stark, Mann. Das ist schwerer als gedacht, ne? Lol, nicht effektiv, 40er Damage, Mann. Ich wechsle auf den Stein. Ah, ich muss mein Wasser benutzen, ich hoffe, es stirbt jetzt nicht. Daneben, sehr gut. Wasserstrahl, Wasserstrahl! Nein, er ist schneller. Aber er ist down. Okay, wichtig, 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 wichtig. Pflanze wieder da. Wir geben darüber Feuer. Er geht auch wieder rüber. Egal, wir verbrennen wieder. Oh, lol. Scheiße. Scheiße. Feuer war, glaube ich, auch gut gegen Phantomen. Ah, gegen Geisten. Ah. Normal war gut gegen Geist. Geist war nicht gut gegen Normal. Das seht, ich habe beim Trainieren ein bisschen Heiltränke verbraucht und jetzt haben wir Hicks keinen großen Heiltrank mehr. Aber mit dem Kampf wir schaffen, dann ist ja soweit, dass wir. Nein! Kritischer Treffer! Wenn wir mit dem Kampf wir gewinnen, dann können wir eh heilen und uns danach Tränke kaufen. Warum ist er so schnell? Ja. Ne, normal war schlecht gegen Geist, ne? So rum war's. Ja, genau. So rum war's. Okay, wir setzen jetzt Geist gegen Geist ein. Unserer sieht viel cooler aus. Ich meine, hier, Geist, normal. Okay, wir haben noch Phantombrennen. Oh, Phantombrennen, guter Damage. Aber guck mal auf das Leben vom Gegner. Das ist doch eine Frechheit. Das ist mal wieder kein Schaden, ne? Aber eher an uns, ne? Ja. Ja, 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 ja. Wir haben einige Probleme. Er ist gelähmt, aber ich muss ihn mal einwechseln. Vielleicht kommt er aus der Lähmung jetzt raus, zufällig, ne? Nein, noch nicht. Komm, 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 komm aus der Lähmung raus. Komm aus der Lähmung raus. Nein! Oh, das ist so nervig. Ah, ich wechsle wieder auf Pflanze, Mann. Ey, scheiße, ist der Kampf schwer. Der Kampf ist wirklich bisher einer der... Hey, LOL! Einer der härtesten im Spiel, ne? Sind wir schneller? Ja. Der Damage war wichtig. Ich musste leider gerade das opfern. Der Damage war einfach zu wichtig. Aber Alter, was er geht, wenn Schaden rausdrückt, ist doch nicht mehr feierbar, Mann. 69, sehr schön. Ha! Aber ist doch nicht mehr feierbar, Mann. Und ich habe einfach keine Heilung, ne? Ich muss jetzt den heilen und den hier opfern. Erfahrungspunktemäßig sieht es leider ziemlich schlecht aus. In diesem Kampf hier, ne? Wir können einfach froh sein, wenn wir gewinnen. Ja, nochmal Damage rausdrücken, sehr gut. Leider geht jetzt drauf. Ne, wir sind verflucht. Er ist down, oder? Nee. Schade, knapp. Knapp. Und der Wasserstrahl ist schnell genug. Ja, okay, down. Und das letzte Nexomon von ihm ist jetzt das Feuer-Nexomon. Das ist nämlich auch mein Wasser-Nexomon geheilt. Ah, der hat eine andere Fähigkeit. Mal kurz einfrieren, Eisschlag. Nee, ich habe die Fähigkeit nicht mehr mit dem Heilen. Aber das sollte man jetzt down kriegen. Ein Wasserstrahl noch. Ein Wasserstrahl noch und der Kampf ist gewonnen. Aber es war viel schwerer als gedacht. Ich dachte mir, komm, bin schon genug gelevelt, ne? Nee, 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 nee. Reicht noch immer nicht. Die Kriegstrefferchance? Nee, fühle ich nicht. Es reicht noch immer nicht, gefühlt, Alter. Lol. Aber wir haben es geschafft. Trainieren hat sich gelohnt. Shiny hat sich gelohnt. Nein. Nein, 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 nein. Wir werden nicht aufhören, bis diese Welt gerettet ist. Was? Die sind trotzdem wirklich hartnäckig. Hey Kind, nutz deine Kräfte oder so. Kräfte? Was für Kräfte? Yeah.
hast sie eingefroren? Wie ist das möglich? Du bist kein Mensch, aber... Du hast es erfasst, Loser. Dieses Kind hier ist Omnicrons Nachkomme. Er ist der Sohn von Nara. Omnicrons Erbe? Wie kannst du es wagen, euch solchen Unsinn zu verzapfen? Omnicron hat keine Enkel. Das steht nicht in den Büchern. Für solche Lügen werde ich dir bezahlen. Was? Lass ihn gehen, Black Rabbit. Dieser Mann ist gefährlich. Schätze dich glücklich, dass du die Gilde seiner Armee besiegt hat. Ja. Nun, was macht ihr hier? Naja, wir hätten gerne Tyranten. Nival ist wiederbeleben. Also Nival ist das ganze Sohn von Nara-Sache kein Witz. Wow. Wirst du uns Nivalis rekrutieren lassen, um gegen Varus zu kämpfen? Wenn Nivalis unbedingt erreichen wollt, nehmt diesen Schlüssel. Er gehört zu einer der Kammern in diesem Turm. Okay. Mach, was immer du willst, schätze ich. Ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Sicher habe ich nichts dagegen, Nivalis wiederzusehen. Und danke für die Unterstützung, Black Rabbit. Wir haben es halt echt geschafft, ne? Puh. Und jetzt muss ich random den Schlüssel benutzen. Aber ich habe keinen Plan, wo. Ah, lol. Lass mich raten, die Tür hier. Erstmal schöne Heilung gönnen. Die Tür hier. Okay, ja. Das war jetzt nicht so schwer. Nein, ein Eisrätsel. Was, habe ich es random geschafft? Nö. Ey, ich hasse es so sehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich Eisrätsel hasse. Ihr könnt es euch, glaube ich, kaum vorstellen. Okay, erstmal die Scherben hier mitnehmen. Wenn wir schon mal hier blöd auf den Ding hinrutschen, dann nehmen wir auch die Scherben mit. Oh, ich hasse Eisrätsel. Yeah, richtig geraten. Okay, von hier aus. Hm. Nee, das war falsch. Ich komme hier nicht anders weit. Ich hasse Eisrätsel einfach zu viel. Es ist einfach immer zu viel, Mann. Ich kann kotzen. Ich kann einfach nur kotzen. Nachfolgende Sendungen verspäten sich um 10 Stunden. Ich glaube, es ist schon richtig, dass wir hier rüber gehen. Ah! Dass wir hier rüber gehen und dann da nach rechts gehen. Das müsste, glaube ich, schon passen. Aber dann bin ich hier irgendwo falsch raufgetreten. Nur wo? Oh, oh! Ja! Oh, ich bin der Beste im Rutschrätseln. Ich bin aber der Beste! Gibt's hier was zu looten? Nö. Okay. Ach Gott. Okay, hier sind wir richtig. Das ist Nivalis Seele. Nutzt deine Kraft, um ihn zurückzubringen. Jo. Puh. Der dritte war jetzt schon... Leckt mich am Arsch hart, ne? Die Kämpfe, vor allem in Folge, ohne eine Heilung dazwischen, sind halt richtig fordernd, Alter. Und ohne Heiltränke. Kommt der jetzt einfach mit? Ich bete. Du willst einen Krieg in den unbesiegbaren Varus führen? Und du bist all diesen Weg gekommen, um mich für das ein solch hoffnungsloses Unterfangen zu rekrutieren? Wir können es schaffen, wenn wir alle Tyranten versammeln. Können wir gewinnen? Das mag wahr sein. Ich möchte mich an diesen Dingen rächen und mit dir könnte ich Erfolg haben, Black Rabbit. Eventuell werde ich dir helfen, aber nur, wenn du alle anderen Tyranten rekrutierst. Yeah! Oh, glaubt er uns jetzt doch? Meine Güte, ich kann meinen Augen kaum trauen. Black Rabbit, die Kraft, Leben zu kontrollieren. Du bist wirklich der Sohn von Nara. Du, der wahre Erbe von Omnicron! Ich habe die ganze Zeit versucht, die ganze Zeit dich selbst zu beseitigen. Oh, nein, vergib mir! Wie konnte ich nur so blind sein, so dumm? Der künftige König der Monster, direkt vor mir. Ja, knie nieder. Knie jetzt gefälligst nieder. Black Rabbit, ich werde dir dienen. Ich werde dir dienen! Kannst du aufhören, so zu schreien? Meine Handlanger und ich werden auf deiner Seite sein, bis zum Ende der Tage. Egal, was du willst, wir werden dir helfen. Die Gilde hat den Großteil meiner Leute erschlagen, aber wir können uns noch immer noch nützlich erweisen. Nun, wir suchen noch einen Weg, in die Hauptstadt zu schleichen. In die Hauptstadt schleichen? Ja, selbst mit allen Tyranten könnten wir mich einfach durch die Tore spazieren. Hunderte von Tamer würden uns aufhalten, auch bevor wir Varus überhaupt erreichen können. Das stimmt, ja. Sehr gut. Ich und meine Leute werden einen Weg finden, unbemerkt in die
Gilde zu kommen. Wenn du alle Talente bei dir hast, werden wir den perfekten Angriffsplan haben. Amelie wird uns nicht sehen kommen. Ich werde dich nicht enttäuschen, McRabbit. Mein König. Ich mag ihn. Ich habe Untertanen. Ich bin der König. Das Spiel, Alter. Wir haben es geschafft. Nivalis wird uns helfen. Jetzt müssen wir uns um die anderen Tyranten kümmern. Zurück? Ja, auf jeden Fall zurück, Alter. Okay, wir haben jetzt 3 schon von 5. Ah, Heilung bitte. Oder habe ich mich schon geheilt? Ah, scheiß drauf. 3 von 5 haben wir jetzt. Und wir haben ein kosmisches Shiny Nexomon. Wer übrigens wissen will, wie man die Shiny-Chance erhöht, wie schon mal gesagt, ich habe ein Shiny-Video dazu hochgeladen, wie das Ganze funktioniert, als Tutorial. Wir gehen jetzt aber rein in die nächste Welt. Es ist Elektro, es ist Donner. Wir gehen rein. Unterwasserstadt, wir gehen rein. Ich hab Bock, den nächsten zu rekrutieren. Sind zurück in Cardium. Gut zu wissen, dass Zeta diese Stadt noch nicht versenkt hat. Beeilen wir uns. So wie ich ihn kenne, wird uns das Langeweile tun. Ja. Aber wohin jetzt, ne? Oh, Herr Professor Übersetzer. Hallo, was bringt euch hierher zurück? Und wo sind die anderen? Hast du irgendwo einen magischen Baum gesehen? Das ist ein U-Boot. Das wissen wir. Aber so etwas in der Art muss es hier in der Gegend sein. Na gut, ich habe ganz klar im Blick, aber Präsident Zeta weiß alles. Er müsste genau wissen, wo wir ihn finden können, okay? Seine Villa ist im Süden. Er kommt mit. Mir ist wirklich langweilig und du brauchst deinen Dolmetscher. Erinnerst du dich? Ja. Okay, unser Dolmetscher kommt mit. Vor allem, weil ihm langweilig ist. Danke dafür, Herr. Okay. Nicht, weil er uns helfen will, unbedingt, sondern weil ihm langweilig ist. Genau, hier ist das Bürgermeisterhaus von Zeta. Wo ist der Baum, Alter? Wo ist der Baum? Und wo ist Zeta? Ah, hier. Ah, Black Rabbit, du hast mir gerade noch gefehlt. Was bringt er zu meiner schlichten Unterwasservilla? Hast du... Was? Bolzens Seele? Ja, ich war mal so frei und habe ihn hergebracht. Ich kenne Dinas Plan. Ich bin ein großer Fan davon, aber was will man machen? Wow, du hast sie hergebracht? Das kann sie vermutlich leichter als gedacht. Wo ist der Haken? Well, seine Seele kämpft dagegen, hier gefangen zu sein. Am besten macht ihr euch selbst ein Bild. Oh, oh. Okay. Das klingt jetzt nicht so gut. Er hat ihn eingezäunt. Ich fress ein bisschen. Hier ist also Bolzens Seele gefangen. Na los, Brigade. Versuche mit deiner Kraft wiederzubeleben. Okay. Was? Was war das? Was ist los? Warum können wir nicht zurückholen? Etwas hält deine Kraft entgegen, Black Rabbit. Etwas will nicht, dass Bolzen diese Welt zurückkehrt. Es könnte mit Logan zusammenhängen. Du weißt schon, Bolzens früherer Meister. Was hat er damit zu tun? Bolzen beschützt Vardos, richtig? Kein Tyrant würde sowas freiwillig tun. Also ich wette, dass Logans Bolzen der ein oder anderen Gehirnwäsche unterzogen hat. Oh, deshalb beide sich zu helfen. Ich bin wirklich verwirrt, aber wenn du mit Logan sprechen willst, kann ich dich zu ihm führen. Er mag aber keine Besucher. Wenn jemand weiß, was falsch in Bolzen ist, dann er. Dann auf nach Osten. Du kannst seine Hütte nicht verpassen. Das ist ein komischer Typ. Okay. Auf! In den Osten! Hab jetzt bald jede Himmelsrichtung durch, ey. Auf in den Osten. Okay. Oder ich bin auch immer so happy über mein schwarz-rot-weißes Nexomon, ne? Das ist halt so typisch meine Kanalfarben eigentlich, ne? Das ist halt immer eigentlich Black Rabbit gewesen, schwarz-rot-weiß. Ah, Mann. Und das als erstes Nexomon, das kann kein Zufall sein. Keine Ahnung, was ihr wollt, aber ich würde da an eurer Stelle nicht lang gehen. Letzte Zeit wurden kleine Drachen gesichtet. Was? Lebendige Albträume. Was denn unter Wasser? Wie kommen Drachen hier rein? Oh, stimmt. Das ist seit kurzem so. Ich wollte mir das die ganze Zeit schon ansehen, aber ich bin kein Tamer. Sie sind aber nicht allzu groß. Bin mir sicher, kommt in ihnen klar. Kann man die fangen? Es rennen kleine Drachen rum? Kann man sie fangen? Ist das unser... Meint der unsere Team-Drachen oder andere Drachen? LOL! Sind das jetzt Drachen-Drachen? Ist das ein Drache? Wir haben ihn noch nicht. Wir sollten ihn versuchen zu fangen, auf jeden Fall. Wow! Ist er ein Drache? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob er ein Drache ist, aber wir sollten es auf jeden Fall mal versuchen. 34 ist, glaube ich, das Höchste, was wir kriegen. Ja. Man kriegt da mal ein Onigiri. Nom, nom, nom. Jetzt haut uns wieder. Heilt sich wieder leider ein bisschen, was das Fangen erschwert. Aber ich will ihn nochmal angreifen. Nexo Trap. Gold, nein. Ah, okay.
Scheiße. Wir versuchen es mit 41. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich als Drache zählt, aber ich habe ihn hier noch. Ich habe ihn noch nicht. Und hey, es ist immerhin. Er sieht ein bisschen drachig aus. Ich würde ihn mitnehmen. Ah, ausgebrochen. Ich würde ihn mitnehmen, ne? Die Fangchance sinkt natürlich, je mehr er sich heilt, ne? Das ist ganz klar. Ja, aber wir haben ihn. Lukost gefangen. So oder so, wir hatten ihn noch nicht. Er ist mega selten. Ich nehme mit. Kriechende und ruhige Kreaturen, die sich unsichtbar machen, um die Umwelt zu irritieren. Niemand weiß jedoch, warum sie krabbeln. Vielleicht spielen sie gerne mit ihrer Beute. Ja, der finde ich cool. Er kommt zwar jetzt nicht ins Team, ne? Weil wir haben schon Geistdrachen. Aber hey, den nehme ich mit, Alter. Oh, stimmt, by the way. Unser erstes Teammitglied hat gerade ziemlich hart Aua. Sollten mal ein bisschen austauschen. Aber heißt es hier jetzt, laufen jetzt hier Drachen rum? Meint er das wirklich so oder laufen hier? Also wie ich gefühlt... Nee, hier laufen echt Drachen rum. Oh mein Gott, wie geil. Ist das der Moment, wo wir unseren Psychodrachen finden können? Hey, das wäre schon krass, ne? Weiß nicht, wie weit ich in den Osten gehen muss. Bin ich jetzt schon zu weit? Muss ich hier nach oben gehen? Ich weiß gar nicht, wo genau er sein soll, ne? Oh, lol. Marmela als Begleiter gefunden. Nehmen wir gerne mit. Oh, dann gehe ich ja richtig. Passt. Lol, hier laufen nur Drachen rum. Unser Team, Alter. Hey, also hier... Hier wäre der perfekte Ort eigentlich, um Drachen in Shiny zu farmen. Die ganze Zeit, den ganzen Tag hier im Kreis zu laufen und ein Shiny zu suchen. Ne? Wäre ein geiler Ort. Wäre einfach nice. Ne? Wäre das mal so ein Twitch-Stream eigentlich, Leute? Haut's mal in die Kommentare. LOL, wer bist du denn? Den haben wir gar nicht fertig entwickelt. Den haben wir aber als kleinen Drachen. Ne? Jetzt sehen wir ihn fertig entwickelt. Und ich muss sagen, Scheiße, bin ich begeistert. Lol. Ey, was so? Ich muss ihn fangen versuchen, ne? Ich muss ihn fangen versuchen. 31%? Ja, scheiß drauf. Hey, dann brauchen wir ihn nicht entwickeln. Wisst ihr, wie ich meine? Ey, Leute! Unter Wasser hier. Diese Scheißknöpfe! Unter Wasser hier alles voller Drachen. Das ist doch der Himmel auf Erden, Mann. Lol. Komm. Nein. Scheiße. Nächste Mund down. Nächste Mund down. Oh, er lebt noch. Ich muss das nächste Mal wechseln. Das ist der Himmel auf Erden. Alles voller Drachen, Mann. Lol. Ey, das ist... Weil, Leute, haut mir in die Kommentare. Das ist doch unser Ort, oder? Das ist doch unser Ort, Mann. Hier müssten wir echt mal einen Shiny-Fang-Stream machen, irgendwie gefühlt, ne? Ich glaube, das wäre notwendig. Und ich soll den echt füttern. Bringt irgendwas? Nee, okay, ich habe nichts für ihn. Ich habe nichts für ihn. Scheiße. Ich hab nichts, um ihn zu füttern, was bringt. Ah, scheiße. Geh doch rein, Mann. Ich würde gerne mitnehmen. Dann brauche ich nicht entwickeln und hochleveln. Wisst ihr, wie ich meine? Dann habe ich einfach fertig schon, ne? Dann habe ich ihn einfach fertig gelevelt. Ja! Tarragon wurde gefangen. Hey, der sieht echt gut aus. Der Schrecken des Himmels. Ein wahrer Nachfahre der Drachen. Seine Stärke, Verteidigung und sein Widerstand sind überwältigend. Es braucht einen Meister-Tamer, um ihn zu fangen. Ja. Hey, der hat echt einen guten Angriff, ja. Hey, eigentlich muss der ins Team, ne? Wir müssen mal ein bisschen unser Team bearbeiten, glaube ich, Leute. Auch er würde von den Farben nämlich perfekt ins Team passen, ne? Nur wo ist jetzt das scheiß Haus, Mann? Ja, unten ist nur das. Hm. Haben wir schon? Aber wie gesagt, ne? Das ist mein Paradies. Hier würde ich echt gerne mal ein paar Stunden im Kreis rennen. So blöd es klingt, ne? So blöd es klingt, würde ich gerne mal hier ein paar Stunden im Kreis rennen. Hier unten geht's nicht weiter. Leider auch kein Shiny bisher aufgetaucht. Es wäre geil, wenn wir mal gemeinsam hier im Let's Play ein Shiny entdecken würden. Aber erst müssen wir uns den Typen finden, ne? Auch den sehen wir jetzt mal fertig entwickelt. Eigentlich sollte ich ihn auch fangen, ne?
Eigentlich sollte ich ihn auch fangen. Weil, wie gesagt, fertig entwickelt. Ich muss ihn nicht mehr trainieren, ne? Und er hat eigentlich perfekt wenig Leben sogar, ne? Hey, versuchen Sie mal, komm. Hey, sie werden einfach fertig, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Auch wenn wir jetzt hier viel Zeit liegen lassen, gerade im Let's Play hier. Aber hey, Drachen fangen. Ja, haben wir auch! Euler! Ferrigon! Ihre Route ist so lang, dass sie um sich wickeln kann. Auch wenn sie flauschig ist, ist ihre Route ihre Hauptwaffe im Kampf. Eigentlich ist das Diana, oder? Diana, bist du flauschig? Wir müssen echt mal ein neues Team machen, wie gesagt, ne? Wir müssen irgendwie mit den Drachen ein bisschen wechseln, glaube ich, ne? Weil auch optisch ist es ja wichtig, ne? Aber okay, wir sind jetzt hier komplett falsch gewesen. Also runter ging es nicht. Kann man nach rechts gehen? Mega selten. Das ist der normale, übrigens, ne? Wir haben den schwarz-rot-weiß und das ist der normale. Wir haben den cooleren. Gehen wir weiter nach Osten. Alles voller Drachen. Das ist ein Traum. Es ist ein Traum einfach, Leute. Ui, auch er hier, ne? Den haben wir ja fertig entwickelt im Team. Aber auch er ist hier, ne? Leider noch keinen Psychodrachen gesehen. Aber hier könnte ich echt einige Zeit verbringen. Jetzt sind wir hier oben. Hier vielleicht drüber? Das Ding irritiert mich auch noch immer. Aber wo zum Piep soll denn das scheiß Haus sein, Mann? Hier ist ja auch nichts. Haben wir schon? Kein Shiny, weg damit. Wo soll denn das Haus sein im Osten? Du übersiehst es nicht, sagt er. Ich schaff das zu übersehen, ne? Ich hab's hundertprozentig schon übersehen, ne? Bin echt verwirrt. Ich bin ehrlich gesagt verwirrt. Wo soll das Haus sein? Hier ist ja auch nichts. Hier ist ja auch nichts. Hä? Wo soll das Haus befinden? Tut mir leid, Leute, dass ich im Kreis renne, aber ich finde das Haus nicht. Wir sind im Osten. Wie der Deutsche gesagt hat mit seinem Dialekt. Aber ich finde das Haus nicht. Ah, lol! Da ist es. Also er zählt echt als Drache. Wissen wir das nun auch, ne? Puh, na schau mal einer an. Die Tür ist offen. Lass uns in seine Privatsphäre eingreifen. Hey, so klingt es, als wären wir Kriminelle. Wir sind Kriminelle. Sieht leer aus. Oh, ist ein Keller. Schaut euch diese Unordnung an. Scheinbar hat Logan versucht, seine Arbeit zu Hause wieder... was? Hier zu finden? Was hat er geforscht? Keine Ahnung. Irgendwas mit mutierten Nexamon. Er hat aber hat es nie zum Laufen gebracht. Aber nur um sicher zu sein, ihr seht zuerst nach. Okay. Wir gehen gucken. Mutierte Nexamon. Bleibt mir fern, ihr dummen Drachen. Hey, die sind nicht dumm, die sind unser Team. Okay, wir müssen die Drachen beseitigen. Don't like it. Was? Was? Jetzt sehe ich es erst. Der hat 555 Leben. Ist mich verarscht, ne? 555 Leben? Was, du bist doch irgendwann gegen die Wand gelaufen oder sowas, Alter? Das war eine ordentliche Summe, ne? Aber den kriegen wir down. Aber heißt das, der andere hat jetzt auch so viel Leben? Na schön, erstmal gelöscht. Oh, reduziert mir schon. Nee, überzeugt mich auch nicht. 56. Die Attacken bisher, muss ich sagen, in dieser oberen Level-Region überzeugen mich nicht. Okay, Elektro-Nexamon, greif nicht an. Sollst du nicht Laternia verrotten? Er weiß nicht einmal, dass Black Ray begnadigt wurde. Begnadigt? Amelie ist so eine... Du siehst nicht sehr gut aus, Kumpel. Also, was? Als einer von Amelies Handlangern dachte ich, es würde dir gut gehen. Wie in einer schicken, ja, Kaffeehersteller oder so. Ich habe versucht, an der Oberfläche zurückzukehren, aber die Gilde wird mich jagen, als wär ich kriminell. Kannst du das glauben? Und dein Helm ist kaputt, Mann. Diese Amelie, diese Ratte.
Jetzt, da sie nicht mehr brauchte, was? Da sie mich nicht mehr brauchte, will sie mich loswerden. Sie ist paranoid, sie hat Angst, dass ich eine bessere Version erschaffe. Einen neuen Ultra-Varus. Bitte mach das nicht. Ich habe meine Tyranten verloren, aber ich versuche Drachen in meinem Labor zu erschaffen. Eines Tages habe ich eine Armee, um diese Frau gegenüberzutreten. Vergiss die Drachen. Was, wenn ich dir sage, dass dieses Kind Bolz mit einer magischen, verrückten Kraft wiederbeleben kann? Ja, nee, ist klar. Sag uns wenigstens, wie wir die Gehirnwäsche von Bolz rückgängig machen können. Gehirnwäsche? Wer Gehirnwäsche? Bolzens Geist ist vollkommen verstört. Was hast du mit ihm gemacht? Seelen haben kein Gehirn. Benutze doch mal deinen Kopf. Schau mal, ich arbeite nicht länger für Amelie. Ich werde ihr also nicht sagen, was ihr vorhabt. Wenn ihr mich jetzt endlich in Ruhe lässt. Ja, aber, wie sollen wir... Nee. Wo ist er hin? Wie soll ich ohne seine Hilfe bitte den Typen jetzt dazu bringen, mir zu folgen? So, und was machen wir jetzt? Wenn Logan nichts getan hat, was ist dann mit Bolzen los? Müssen wir jetzt den ganzen Weg zurück zur Villa laufen? Oh! Was? Was soll jetzt gerade passiert? Diese Aura, ich habe sie schon mal gesehen. Das kann nicht sein. Etwas Böses hat in Cardium Einzug gehalten. Wir sollten uns beeilen und Zeta aufsuchen. Das sieht aber echt nicht gut aus, ne? Seht ihr das? Was auch immer hier rumfliegt, das sieht nicht gut aus. Oh Leute, ich will so gerne Drachen jagen. Hey, Moment mal. Kommen keine Drachen mehr? Ah doch. Puh. Ich habe schon Angst, dass jetzt keine Drachen mehr spawnen, aber alles okay. Drachen spawnen weiterhin. Puh. Ich hatte kurz Angst. Oh, shiny Drachen, Mann, das wär's. Ich weiß nicht mal, wie die ganzen aussehen in Shiny, in Cosmic, wie es heißt in dem Spiel, ne? Es scheint niemand zu jucken, kann das sein? Oh, na schau mal, diese Leute scheinen ebenso wenig zu wissen, was los ist. Was ist los? Hast du schon mal gesehen? Ich hoffe, ich irre mich, aber ja, es kommt bekannt vor. Wir sollten genug Items kaufen, Digga. Es könnte etwas sehr Gefährliches auflauern. Ja, das ist eine gute Idee, Items zu kaufen. Das ist eine sehr gute Idee, Items zu kaufen. Aber gibt es hier überhaupt Items? Ah ja. LOL, Ultratrank! Ich nehme alle. Ultratrank, Jetzt wird mein Geld ausgegeben hier. Ultratränke, yeah, baby. Und normal nehmen auch noch mit. Ultratränke, baby. Sehr, 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 sehr geil. Gibt's hier auch? Nee. Ah, Ultratränke, wie geil ist das denn, Mann? Jetzt fühle ich mich ready. Aber was war diese Aura? Speichern auch nochmal zur Sicherheit, auch wenn er so automatisch speichert immer, ne? Ich fühle es einfach nicht. Ich will selber speichern. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein Gefühlsding. Wir gehen rein. Oh, Zeta, was ist los? Oh, Zeta! Atlas, Atlas! Du musst die Stadt versenken! Was ist hier passiert? Er ist zurück! Atlas, er ist zurück! Was? Atlas ist hier? Schon gut, schon gut. Oh Gott, Planet herum, Black Raid. Wir verlassen Cardium, sofort. Das ist nicht lustig. Wir sind so weit gekommen. Vergiss Bolzen. Das ist es nicht wert. Oh. Eine Wand aus schwarzem Feuer? Das ist irgendwie merkwürdig. Oh nein. Irgendwas passiert in Bolzens Raum. Ihm darf nichts zustoßen. Wir brauchen seine Hilfe, um Varus zu besiegen. Los geht's, Black Rabbit. Ich hab ein bisschen Schiss, muss ich sagen, ne? Was genau ist hier los? Wer bist du? Hey, den kenne ich. Oh, ich erinnere mich an dich. Grüßt euch, Freunde. Mein Name ist Ziegler, Wächter der Netherworld und König des Jenseits. Ja, kenn ihn doch, ich wusste es. Black Rabbit, richtig? Es ist meine Ehre, den König der Monster kennenzulernen. Ich habe eine Beschwerde vorzulegen, wenn du mich anhörst.
Es ist meine Aufgabe, die Unterwelt zu erwachen. Das Leben nach dem Tod. Wo arme Seelen wie Bolzen landen. Du bringst die Tyranten zurück ins Leben und das ist inakzeptabel. Das ist unnatürlich und beleidigend. Aber wir brauchen Bolzens Hilfe. Das ist die einzige Möglichkeit, Varus zu besiegen. Euer kleinen Krieg gegen Varus ist mir egal. Mir ist es auch egal, dass du der wahre Erbe von Omnicron bist. Kümmert ihr euch um eure Sache und ich mich um meine. Den kennen wir aus dem ersten Teil, Leute. Die Seele gehört mir. An dieser Baum widersetzt sich mir. Ich denke, das hängt mit euch zusammen. Black Rabbit zwischen uns. Ich verlange, dass du alle Seelen freilässt, die du von mir gestohlen hast. Was sagst du? Lässt du die Seelen ruhen von deinem Feldzug und finde einen anderen Weg, deinen Feinde zu besiegen? Nein. Scheinbar bist du genau wie der alte König der Monster. So kurzsichtig. Gut, damit hast du dir... Was hast du denn Netherworld, den Krieg erklärt? Oh, oh. Ich rufe euch zur Hilfe. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist schlecht, Leute. Legendär. Erstmal schon eine Felswand einsetzen. Ich kack mir ins Knie. Er ist legendär. Und Psycho. Das ist schlecht. Zwei legendäre Nexomon. Ich kann ihn vielleicht... Jetzt nicht mehr. Oder doch? Hey, Moment mal. Hm, ich könnte vielleicht mit meinem Nexomon hier mich immer gegen heilen und ihn somit Ausdauer rauben. Geht leider nicht ewig gut, denn wir haben jetzt schon keine Ausdauer mehr. Ist nur so eine Überlegung gerade. Hm. Ich überlege noch rum. Ich überlege noch rum, wie wir den besiegen. Macht das Ziel 500... Genau, ja. Feuersbrunst, genau. Nicht sterben dabei. Ah, guter Schaden, aber... Oh, oh, er wechselt. Ah, Damage ist nicht schlecht. Damage ist nicht schlecht. Und wir haben jetzt einen geilen Heiltrank. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wow! Das war Wasser! Bist du ein Wassergegner? Ne, bist du ja gar nicht. Bist du ein Psycho, lol. Druckbild. 75% Ausweichchance für 2 Runden. Hat alles keinen Schaden. Ne? Hm. Kann unser Shiny gerade den Sieg bringen? Der erste ist jetzt down auf jeden Fall. Ja! Erste legendäre Nexomon besiegt mit unserem Shiny! Mit der Ausweichchance extrem erhöhen. Oh, Druckbild ist ja OP, es piept, ne? Trugbild ist ja oberkrank. Scheiße, ich hab vergessen, dass ich keine Ausdauer mehr habe. Trugbild ist oberkrank. Ich muss Ausdauer regenerieren. Aber ich bin noch immer müde. Scheiße. Wow! Okay, okay. Da kann uns sehr, 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 sehr krass angreifen. Oh. Ich würde ungern nächste Mal verlieren, ne? Ich würde ungern eins verlieren. Zwecks der Erfahrungspunkte. Ich denke, die könnten enorm sein. Ja, ich werde ihm gerade mal ein bisschen Ausdauer klauen. Nee, sein Angriff kostet zu wenig, ne? Ja, seine Angriffskosten sind echt mini. Das bringt auf Dauer nichts. Aber wir haben ihn... Lol. Ich kann noch ein bisschen rauszögern jetzt, ne? Einmal noch. Bisschen seine Ausdauer schwächen. Okay. Jetzt müssen wir wechseln. Der ist echt stark, ne? Nicht effektiv, perfekt. Und lösch ihn!
Yeah! Unser Team ist so geil mit den ganzen Drachen. Oh, so viele Erfahrungspunkte. Und genau deswegen hat niemand sterben dürfen. Genau deswegen hat niemand sterben dürfen. Erhöht Geschwindigkeit um 60%? Oh, lol. Nehmen wir mit. Geil, alle gelevelt. Scheinbar muss ich euch selbst bekämpfen. Sei bereit, junger Mann. Zeig mir, was Omnicrons Erbe tun kann. Nicht so schnell, Ziegler. Jetzt haben wir dich, wo wir wollten. Was? Ha, Trottel. Ihr bekämpft paranormale Dinge ohne meine Hilfe? Und wer seid ihr? Mach, was ich dir gesagt habe, Lisa. Ich bin schon dabei. Setz mich unter Druck. 1, 2, 3. Was werdet ihr tun? Kleine Ki... Was? Diese Kraft. Was ist das für eine Magie? Geh zurück in die Unterwelt, Versager. Was? Haben wir gerade den Herrn der Unterwelt zurückgeschickt? Das habe ich nicht kommen sehen. Ich bin unvorbereitet. Brigrave, verfluchter König der Monster. Eines Tages wirst du das bereuen. War das wird nicht dein Ende sein. Erinnere dich an meinen Namen. Törichter König. Ich mag ihn. Schon im ersten Teil. Unterwelt war geil. Das war, ja, ne? Gut, dass du nicht nachgegeben hast, Blackrabbit. Er mag gute Absichten haben, aber wir können der aktuellen Situation seinen Regeln nicht folgen. Wir können den Bolzen nicht geben. Letztlich wird Varus dich finden. Du brauchst so viele Verbündete, wie du haben kannst, ne? Was war das für ein Monster? Ziegler ist ein wirklich gefährliches Wesen, aber nicht gerade unser Problem jetzt. Es muss wirklich super wütend auf Blackrabbit sein. Immerhin stiehlst du die Seelen. Ja. Jetzt, als Ziegler weg ist, sollte Bolzen sich beruhigt haben. Überrede ihn, den Kampf gegen Varus anzuschließen. Elise und ich werden ein Auge auf Ziegler haben. Okay. Ich will ihn unbedingt jetzt noch holen, ne? Ich will unbedingt diese Folge jetzt noch mitnehmen. Lange Folge heute, aber der muss mitgenommen werden. Ich will auch irgendwann mal das Let's Play halt auch zu Ende bringen. Ne? Deswegen auch längere Folgen. Da ist Bolzen. Bitte sagt nicht, dass er jetzt besiegen muss. Komm einfach mit. Dieses Monster Ziegler hat versucht, mich in den Netherworld zu ziehen. Vielen Dank, Blackrabbit. Wie kann ich dir jemals zurückgeben? Ich tue alles für dich. Perfekt. Beim Kampf gegen Varus helfen? Blöd. Varus ist unverwundbar. Aber ich habe geschworen, meine Schuld zurückzuzahlen. Sag Bescheid. Da kämpfen wir zusammen. Weck mich auf, wenn du alte Renten überzeugt hast. Ich muss mich ausruhen. Das war ein anstrengender Tag. Perfekt. Jo, ab zurück in den Baum. Er ist unverwundbar, sagt er. Ich bin ehrlich, das gefällt mir nicht. Warum sagt er, er ist unverwundbar? Hm. Boah, Leute, bitte lasst mich bloß nicht vergessen, dass Milliarden Drachen auf uns warten, unten in der Wasserstadt. Okay, wir haben jetzt noch einen zu... besänftigen für uns zu gewinnen. Das machen wir nächste Folge. Wer das nicht verpassen will, in einem der geilsten Pokémon-ähnlichen Spielen, gerne ein Abo dalassen. Daumen nach oben, Meinungen zu der Folge in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt vorsichtig im Nexomon. Ciao.